Na gut, dann gehst du erstmal zur Mine. Ich hole mir mal kurz noch ein schönes Kaltgetränk. Bin ja wieder ein da. Schönes Kaltgetränk. Wo ist denn die Mine? Das ist ja witzig. Gehst du in die Mine? Ich würde jetzt einfach quasi dem Weg folgen, aber ich brauche ja auch nicht lange. Ich muss nur kurz zum Kühlschrank. Okay. Na, hier geht's nicht so richtig runter. Dann würde ich mal hier runter schlendern. Ach, run down the hill. So. Ja, also bis jetzt ist das Spiel noch nicht vorhersehbar für mich irgendwie. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt entwickeln wird irgendwie. Was ist jetzt mit Ethan? Lebt Ethan noch? Ist Ethan der Schläfer? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass dieses Spiel wunderschön aussieht. Und die Musik lullt mich so schön ein irgendwie. Und das macht das noch so... ja... hinterlässt denn ohne so einen schalen Geschmack im Mund irgendwie. Man sich überlegt, so, was hier so passiert ist. So, eigentlich sollte man sich hier jetzt hier nicht wohlfühlen. So. Aber man tut's. So, hier vorne ist das Linderbildhaus wieder. Ach, du bist der Deck. Ah, dachte mir schon, was für zur Hölle, wer singt jetzt hier rum? So, ich bin jetzt erstmal runter zur Straße wieder geschlendert. Bist du jetzt mal gelaufen? Lang. Naja, ich bin wieder runtergelaufen. Hier. Achso. Warte, ich muss noch kurz Kopfhörer alle rein und mich erstmal hinsetzen. Jo. Kopfhörer alle rein. Auch schön. Naja, ist ja. Also. So. Cam wieder an und so. Dann erstmal schön. Ah, guck mal, was knallt er sich jetzt hier wieder rein, der Boy? Ha? Musst du dir das Video dazu angucken, was ich jetzt hier mache? Ja, ein schön Red Bull, wie ich dich hier kenne. Nein! Bits and pieces of me stay on the other side, waiting. Whenever I return, I bring parts of those worlds back. Do you know what ghosts are? They're sad, evicted things. Memories without homes. Ah, jetzt bist du quasi unten lang gelaufen, ja? Wo du vorhin eigentlich erstmal hin wolltest. Ja. Na, ich dachte, da geht's jetzt weiter irgendwie. Und wenn jetzt oben nichts mehr war, dann... So, ja. Gehen wir mal umgucken. Okay. Ach, so eine schöne Wand. Du kannst dich richtig... Man kann sich, ja, ich wollte gerade sagen, man kann sich richtig vorstellen, wie es hier riecht. So nach Harzchen, Nadeln und Holz und Rinde und Erde und, ach, das muss halt geil sein. Riecht gerade hier überhaupt nicht so in meiner Bude. Wahrscheinlich ja mal so ein Latschenkiefer Duschbad neben mir aufmachen oder und sowas. Alter, was bringt denn hier? Was ist denn das hier für ein... The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. Okay, also da unten ist ja noch das, ne? Das ist die Kirche? Ach, hättest du doch von der Kirche aus hochlaufen können? Oh, echt jetzt? Dann läufst du gerade quasi zurück. Okay, ihr habt also mehrere Wege. Wo kann man jetzt hier noch hin? Das ist alles so, oh Gott, ey, man kann hier überall hin. Naja, ich glaube, irgendwann ist auch Ende mit überall hin. Vielleicht. Ja, aber die Frage ist, was verpasse ich hier überall? Richtig. Irgendwie? Man hat ja immer Angst, irgendwie denn noch ein weiteres... Hinter diesem Stein. Aber wo du vorhin hochgelaufen bist und dann nach links, da war, glaube ich, ein Höhleneingang. Aber ich wollte erstmal nichts sagen. Ich wollte dich erstmal laufen lassen. Also ich gehe mal von aus, dass man hier jetzt wahrscheinlich zur Kirche runterkommt, wieder hier vorne, ne? Würde ich auch denken. Weil der Weg macht ja auch so eine Biegung. Okay, wo war jetzt ein Höhleneingang? Ja, ich glaube, also du musst jetzt noch wieder ein ganzes Stück zurück erstmal. Aber ich dachte mir so, ich sag erstmal lieber nichts, sondern vielleicht finden wir ja noch andere Sachen. Was ist denn jetzt passiert? Upsala. Lag. Das ist, wenn man mal kurz die Maus berührt. Ach so. Dann wird das schwierig. So, und ich glaube, wenn du jetzt hier links gehst, müsstest du gleich nochmal links, eigentlich? Ja, okay.
Und dann dürftest du schon den Höhleneingang sehen können. Ja, dann wird es wahrscheinlich der Eingang zu den Minen sein, ne? Und zwar da. Dachte ich. Das ist, achso, nee, ich dachte, da wäre ein Höhleneingang, ist aber gar keiner, aber da geht's rechts auf jeden Fall weiter. Also, jetzt links. Jetzt geradeaus. Ich bin jetzt von hier gekommen. Du bist, ne, von da gekommen, genau. Und ich hätte gedacht, dass das Dunkle da die Höhle ist, ist er aber gar nicht, sondern wir müssen hier rechts runter anscheinend. Und ich könnte wetten, dass ich wahrscheinlich unten auf den gleichen Weg komme. Ja, kann ich auch, weil links ist nämlich eine Schrift, guck mal, da ist betreten. Was ist denn bitte was? Das ist die Höhle? Das ist die Mine? Ach du Scheiße, hier soll ich jetzt rinklettern? Oh, nö. So, alle Klaustrophobiker unter uns, viel Spaß. Okay. Ach du Schande. Hallo? Hallo. Aha. So, hier ist ein Wegweiser. Nee, ist er nicht. Kommen wir hier vorne raus? Ich bin raus, keine Luft. Da ist ein Schloss. Da ist ein Schloss, hat eine fette Kette davor. Okay, na dann schauen wir doch mal, was in den Minen von Moria los ist. Und das sieht auf jeden Fall schon alles wieder sehr groß aus. Geh mal jetzt einfach in irgendeine Richtung her. Ja, aber da glaube ich, sieht nicht danach aus, ob du da weiterkommst. Auf. So, hier jetzt runter. Guck mal ganz kurz. Ich mach's mal ganz gerne, dass ich erstmal eine Ebene kläre, bevor ich auf eine andere Ebene laufe. Machst du los, Benni? Oder? Das ist, ja, schwierig. Manchmal so, manchmal so. Je nach Laune. Fahrstuhl, Alter. Okay. Ach du. Ebene eine Leere. Ja, umso länger du in den Abgrund schaust, schaut der Abgrund in dich. Oder? Warte mal. Nee, umso länger du in den Abgrund starrst. Wie war denn das? Wenn du lang genug in den Abgrund starrst, starrt der Abgrund irgendwann zurück. So rum ist das. Ich kann nur sagen, Herr Junge sagt jetzt schon, hab schon die Orientierung verloren. Ja, denn willkommen im Club, da mag erstmal die Putze zu. Wartet jetzt. Also. Ich hoffe, hallo? Ich hoffe, du kannst den Fahrstuhl wieder rufen. So, end of game. Fahrstuhl? Fahrstuhl! So, das wird scheinbar lange dauern. Ey, aber könnte doch jeder wissen. Was ist denn das für ein Scheiß? Warum soll ich denn von außen den Fahrstuhl zumachen? Und, also, was ist denn? Oh, ey, Alter. Wie geiler wäre, wenn jetzt der Fahrstuhl unten ist, geht auf, jemand tritt rein, du sagst, okay, ich muss ihn jetzt wieder zurückholen, hochholen. Und du bringst ihn jetzt nach oben. Ja, das wäre ja. Das wäre fies. Das wäre immerhin. Aber ich würde es feiern. Ja, ist mir schon klar, dass du das feiern wolltest. Na? Jetzt erwarte ich wirklich, dass was da im Fahrstuhl drin ist. Schönen Dank, Uf. Ein Höhlentroll. Ach, schön. Ja, da wird wahrscheinlich jetzt nichts drin sein, man hat ja auch nichts gehört. Wie er es auch zurückgeht. Ja, man kann ja nie sicher sein. Ja, ist ja richtig, ist ja richtig. So, kann ich springen? Muss ich springen? Nee, ich glaube, du musst einfach nur rein, genau, okay. Jetzt. Nach unten. Und nochmal, weil es so schön war. Hat schon Schwachsinn, warum? Also, entweder kommen wir nachher auf einen anderen Weg hoch und müssen dann nochmal mit dem Fahrstuhl fahren, irgendwie. Ansonsten versteckt diesen Knopf da außen nicht. Nicht intuitiv. Oder man hat es mit Absicht so gemacht für Leute wie Steven, die einfach wild irgendwelche Knöpfe drücken, wenn sie sehen. Naja. Also, ich weiß nicht. Also, dadurch, dass man hier wenige Sachen anklicken kann, wird man bestraft, wenn man eine dieser wenigen Sachen anklickt. Das ist unfair. Das ist nicht fair. Tja. So, okay. Was denken wir eigentlich hier jetzt in dieser Mine zu finden? Ich weiß nicht. Also, Ethan wollte ja dahin, aber warum, wissen wir nicht. Papa hat gesagt, Dale hat gesagt, jemand eine Mine, ich hab einen Schlüssel nie bei. Okay. Oh. Das ist so duster hier. Na, ich hoffe, wir müssen uns nicht irgendwelche Wege merken, weil da sind wir beide nicht so gut drin. Ich setze da voll ganz auf Mutti. Aber Junge schreibt auch, wieso denn bestraft, wenn du irgendwelche Knöpfe drückst? Du bekommst doch mehr Spielminuten für das gleiche Geld.
ne? Was ist das für eine Logik? Nee. Ja, so kann man halt auch ein Spiel unnötig in Länge ziehen, natürlich, ja. Ja, aber ganze 80 Stunden Game Time irgendwie, weil das Intro einfach mal ewig zum Laden braucht. Okay, hier ist also mit Dresine wahrscheinlich zu arbeiten. So einer Lore. Ach, hey. Mit was ist zu arbeiten? Mit so einem Minenwagen, einer Lore. Okay. Oh. Spitzhackenregal. Wieder was Neues gelernt. Lehrerplatz, ich habe auch noch nie Spitzhackenregal gelesen. Spitzhacke. Nee. So, jetzt ist man wieder dunkel wie ein Bärenarsch hier, ey. Was ist? Okay, ich höre Wasser. Ist das jetzt in der Vision oder ist jetzt Wasser bei uns gerade? Nee, ich. Ist doch jetzt bestimmt in der Vision, oder? Aber ich sehe nichts. Ja, jetzt bist du da. Der Junge sagt doch gerade, Steve darf gleich wieder Zug fahren. Tschu-tschu! Sehr schön. Ich seh wirklich schon die Thumbnails mit Stevie mit dem Zug. Als Lokführer. Okay, Wasser war vielleicht doch bei uns. Nach oben? Wie nach oben? Okay. Ist da was drin? Oh, oh, da ist jemand drinne. Mutti! Mom! Mom! Kaputtes Schloss von außen. Opfer trunken postmortal vor dem Tod. Brühe. Ach, schön. Oh, da müssen wir wahrscheinlich einiges noch finden. Oh, damn. Okay, na dann. Es ist verdammt groß hier, ey. Ja, aber komm, so, Spurensuche. Detektiv Steve. Komm. Ja, im Dunkeln. Es ist schwierig. Ich habe meinen Monitor jetzt minimal heller. Was war das? Oh. Weiche? Weiche Stelle. Guck mal hier, weiche Umstelle. Schön. Oh, guck mal hier, Tresine. Wie oben, nicht mal. Oh, kannst du mit dem Ding, warte mal hier, betreten, kannst du wieder Zug fahren, hat der Junge recht. Ja! Nein! Ja! Du musst jetzt mal auf... Warte mit Ding! Ja! Tschu, tschu! Hey! Tschu, tschu! Hey! Nimm noch mehr Anlauf! Ja, ja. So. Wichtig, erstmal zurückgucken. Das ist eine schöne Bart-Simpson-Szene, wo immer diesen Innen, ich weiß ja nicht, was da anfängt. Das ist irgendwie, ich glaube, so eine elektrische Fliegenfalle, so. Psst, au, psst, au, psst, au. Einfach nicht, was lernt der hier. So. Nun, volle Granate durch. Boom. Okay. Tschu-tschu. Und damit haben wir jetzt Licht. La 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 la. Jetzt kommt Licht. Fährt er geradeaus? Ja. Na 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 na. Aha, was ist denn hier? Stopp! Du musst mal aussteigen. Was ist denn das hier? Eine Spitzhacke. Oh. Die nehmen wir. Die fehlende. Und jemand hat den Elektrokasten damit auseinandergenommen. Okay. So, könnt ihr jetzt mal probieren? Soll ich die mal schnell zurückbringen erstmal? Die Spitzhacke? Ja, zu dem Spitzhackenregal? Ja, den können wir ja nochmal. Das Wort, Alter. Dann können wir nämlich nochmal gucken, ob wir schon. Also, wir werden wahrscheinlich minimal mehr sehen bei der Mutti. Aber wahrscheinlich noch nicht alles, oder? Vielleicht doch. Fix it! Echt? Das war schon? Okay, krass. Das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der Chat schreibt, also speziell Herr Junger schreibt, ich hätte ja gewettet, dass du zurückfährst und nicht läufst. Ich fahre jetzt nur geradeaus weiter erstmal. Ja, aber mit der Spitzhacke. Ja. So, okay. Okay, der Papi. Spitzhackendeal. Dann... Okay.
Mom und Dale. Aha. Hat er die jetzt okay. da eingesperrt? Sie ist auf jeden Fall da drin und er betätigt... Aber er betätigt den Hochknopf, also ne, nicht runter. Zumindest. Naja, vielleicht hat er auch den Fahrstuhl erstmal hochgeholt. Ah, das könnte auch sein. Okay. Also, er ist wahrscheinlich erstmal losgelaufen mit der Spitzhacke, um was kaputt zu machen. Meinst du? Also, es wird jetzt nicht das erste gewesen sein, aber es wird jetzt auch wahrscheinlich, oder es war das letzte. Ich hätte jetzt gedacht, dass die zuerst angekommen sind in der Mine mit Moody und der Power. Okay. So, da hinten. Dann quasi Richtung, sie dann Richtung Fahrstuhl. Er schickt sie nach oben. Dann nimmt er sich die Spitzhacke da hinten raus und geht dann da hinten hin. Also er muss ja erstmal den Fahrstuhl hochgeholt haben. Würde ich jetzt mal so sagen. Meinst du? Naja, wenn er nach oben drückt, wie. Also, wenn sie drin ist, warum soll er nach oben drücken? Weil es geht nicht weiter. Es geht weiter hoch. Okay. Also, das ist nochmal zwei, sagst du. Ich würde sagen, es ist zwei. Das Hochfahren wäre dann drei, weil er da alleine ist. Weil dann nimmt er sich die Spitzhacke. Genau. Und geht weg. Und macht damit irgendwas, was auch immer. Naja, er hat den Sicherungskasten damit platt gemacht, dass du wahrscheinlich die Fahrstuhl nicht hochfahren kannst. Okay. So. Und Sünken. Why wouldn't he? Why would he be here? Shit. That was probably a raccoon. No, I don't think it was. He's just a kid. He didn't disturb anything. He just found a room in an old house. That's it. Oh boy, is the price. I'm going up there. The sleeper must not sleep. Also das mit dem Sleeper ist ja richtig unheimlich. Missy, listen to yourself. No, I see clearly. The sleeper breathes inside me. You're sick. We all are. Dale, what are you doing? Okay. Okay. Und dadurch ist das Ding abgestürzt, nur weil die Sehnung ausgegangen ist, oder? Das ist fies. Er macht das Schloss wahrscheinlich jetzt kaputt, ne? I'm fixing something. Dale, you miserable coward! Let me out! The sleeper demands to rise! The sleeper must wake up! The sleeper must wake up! Okay. Der Schläfer muss erwachen. Schöne Zitat aus Doom. Okay. Also hat er jetzt seine eigene Frau umgebracht zum Schutze von Ethan. Ja. Aber es ist krass, dass die Leute noch so kurz vorher so sich denken... Where's Mom? I thought I heard her voice. She's still looking for you. You need to leave. Go through there. Through that water? It kind of looks like it's boiling. No, it's just a simple chemical reaction. It's not actually boiling. Ma! Where are you? I'll deal with your brothers. Go, now. Okay. He didn't kill his wife. She was no longer who she once was. Neither was he. Something was using all this pain and death. Something was becoming stronger. Ja. Ich würde mal sagen, ich werde jetzt mich auf meinen Wagen schwingen und weiterfahren. Jetzt geht wieder der Zugfahrer Steve ist wieder am Start. Und der Love Train startet. Oh nee, ey. Aber das ist eine kranke Story, muss ich sagen. Oh Gott, wo geht's hier weiter? Ja. Was ist jetzt mit dem Zug fahren oder laufen? Na, die Frage stellt sich jetzt hier nicht.
Oh nein, ich ziehe auf eine andere Etage. Oha, okay. Wahrscheinlich geht's hier weiter. Also würde ich tatsächlich ganz gerne mal oben mit dem Zug bis zum Ende fahren. Ja. Weil sich da wahrscheinlich noch so ein verstecktes irgendwas versteckt. Ich kann nur sagen. Aber. Ratatanta, na na na, na 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 na, na 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 na. Ich weiß jetzt ja nicht, warum ich Indiana Jones singe. Na 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 na. Fällt dir ein Zugsong ein? Ein Zugsong? Nee. Ich kann nur sagen, Mutti ist wieder da vom Einkaufen und merkt sofort, Stevie ist wieder in der Lok. Super. Ah, hier ist auch Licht. Ah, das ist aber. Na, hier geht's aber auch nicht weiter. Na, hier geht's nicht weiter, aber die Frage ist, wo sollen wir jetzt hin? Der Junge hat auch einen schönen Zugsong. Eine Insel mit zwei Bergen. Aber mehr kann ich auch nicht. Oh. Ja, das ist das, was der Vater meint, aber. Ja, mit dem nicht. Runaway train never come back. Oh, schön. So, den kenne ich noch. Ansonsten mit Train. Mit Train. Wird schwierig. So, okay, den laufe ich jetzt hier mal runter. Shoop Train, was? Nee, Stop the Train. Von Wailers Band. Aha. Never heard them before. Ja, auch nicht. Okay, es geht ziemlich weit runter. Ziemlich weit. Ich kann doch meinen Zug gar nicht mehr hören. Hallo? Alter, wie weit geht es hier runter? Ich höre. Ich höre irgendwie. Hörst du diese so chorale Gesänge? Ja. Oh, ey, und willkommen beim Treppenhaus-Simulator hier. Ist doch fürchterlich. Guck mal. Steven ist auch mit dabei. Steven Hachel. Siehst du diese Warnung? Geh nicht weiter. Siehst du diese Warnung? Ist unser Ritual fehlschlagen. Siehst du diese Warnung? Bleibt dem Seemonstertor verschlossen. Bleibt das Seemonstertor verschlossen. Das ist ja schön. Ein Seemonster? Nee. Ja, aber da steht ja ganz klar, siehst du diese Warnung? Geh nicht weiter. Naja, nö. Ich hab das jetzt... Ja, geh nicht weiter. Siehst du diese Warnung? Ist unser Ritual fehlschlagen. Also, soll ich jetzt hier unten lang laufen oder soll ich durch das kochende Wasser laufen da oben? Bin ich? Also, ich sag dir so, wie es ist. Ich würde durch das kochende Wasser wahrscheinlich eher laufen, anstelle, weil es ähnliche Situation wie bei, was war das, Suit 776 mit Ring the Bell oder so, oder, ne? Ja, ich drück darauf. Immer wieder. Lass den Chat entscheiden. Ich würde jetzt mal sagen, also ich verstehe deine Einwände irgendwie. Ich würde jetzt den Chat entscheiden lassen. Nehmen wir durch das von Schildern uns abhaltende Tor irgendwie, die uns sagt irgendwie, don't go this way, the ritual, the night. Wir werden alle sterben, Seemonster. Ja. Oder wollen wir die 1000 Treppen nochmal hochgehen und durch das kochende Wasser laufen? So, Benni, dann geht's hier durch. Ja, komm, dann geh durch. Ich suche währenddessen mal für dich den Schub-Schub-Song raus und guck mal, was ich hier so finde. Aha, na siehst du. Oh Gott, ein Labyrinth, das musst du dir jetzt alleine merken. Nein, Alter. Labyrinth? Das sieht aus wie, oder? Ja, das sieht nicht gut aus. Ah, na, das ist ja schau. Wo sollen wir denn hin? Sollen wir... Ich würde ja einen Ruf zeigen, aber das bringt nichts. sollen wir quasi in die Mitte des Cs, oder was? Ich würde sagen, ja, weil das doch die Haupthalle ist, oder? Dann gehen wir da mal rein. Also da wird da wahrscheinlich irgendwas sein. Oh Gott. Oh Gott. Geh mal weg da. Ich würde nicht... Also woanders? Ja, was? Wie? Wo? Was? Was soll ich jetzt machen? Weg von dem... Der verfolgt mich jetzt? Weiß ich nicht. Nope. Jetzt ist er weg. Okay. Was war denn das bitte gerade? Okay, ist weg. Vielleicht ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Und jetzt, ach du. Hi, ja. Okay. Ich sehe schon förmlich Moja-Orks runterklettern gerade. Ach, das war der Geist von ihm. Ich lese erstmal das Tierbatter hier jetzt. Arrgh. So. Es ist nicht tot, was ewig liegt. Ah, wunderbar. Gleich Zitat von
Cthulhu, wunderbar. Der Gott der Urzeiten hat die Zeit besiegt. Lasst offen uns, und da wird es schon wieder nicht mehr so original. Lasst öffnen uns das alte Tor und schleifen, während des Wächters Blicke in die Ferne schweifen. Ruft unseren Gott, den einzig wahren, er, der nicht sollte sein, trägt einen Namen. Aha. Ja, tatsächlich ist das so ein Teilzitat von H.P. Lovecraft. Oh, Stargate! Was ist denn das? Ein Stargate, Mann! Ja, Herr Junge, schreibt auch gerade, immerhin hat jemand mal die Kerzen angemacht, das ist doch schon mal schön. Für den richtigen Weg. Ja, das sind so Fragen. Wer war das? Wer macht hier die Kerzen an? Ach, ich sehe. Oh. Achso, ist einfach ein. Was ist? Nein. Nein, möchte ich nicht rauftreten? Warum steht er auf dem Z? Zombie. Achso. Er sieht auch nicht so gut aus. Okay. Fühlen. Ich muss mich erstmal einfühlen in die Sache hier. Ach du Scheiße. Oh, du Schande, Alter. Symbole zum Öffnen des Stargates. Jawohl. Da vor bedienen. Ja. Oh okay. Gott. So, also wir brauchen 6 Zeichen. Die Leiste, in der er steht, hat mehr als 6 Zeichen. Okay, und wir haben aber jetzt sonst keinen weiteren Notizpunkt irgendwie, wer welcher Ring. Also ich sehe jetzt erstmal keinen irgendwie. Ja, dann lass uns erstmal noch mal ein bisschen gucken gehen. Also ich glaube, der Code ist wahrscheinlich irgendwo noch weiter in den Minen versteckt. Ja, ich bin wirklich, dass wir, glaube ich, im Labyrinth, also würde ich jetzt denken, dass wir da noch weitere Infos kriegen. Hoffe ich. Okay. Also. Frage wäre jetzt auch zum Beispiel gewesen, irgendwie, ob wir jetzt irgendwo den Zombie nochmal sehen. Und ob der uns tatsächlich gefährlich ist, irgendwie. Achso, warte mal, kannst du hier nach rechts? Ja. Was ist denn hier nochmal mit der Karte? Ah, da sind wir denn da. Okay, gut, da haben wir eine Orientierung. Also, muss ja auch einen Sinn haben, warum. Also, ja, das kann schon sein, dass die Indizien dafür. Hallo! Ach, wir müssen jetzt so viele Zombies finden, bis die alle auf irgendwelchen Zeichen stehen. Ah, that's. Da brauche ich mir nichts aufschreiben. Das ist die Lösung. Okay, verstehe. So, hier vorne. Oh, da links war noch jemand. Mal da rein. Rechts jetzt, genau. Da links, rechts. Links, rechts, geradeaus. So, da haben wir nochmal 3. Hälfte haben wir schon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, okay. Da liegt einer. Genau. Dann haben wir ja Nummer 4. Nummer 4. Bye, bye. Da ist auch noch einer. Da ist noch einer, ja. Ja, oder wir gehen jetzt mal hoch. Ja, also im Zweifelsfall einfach mal hochgehen und dann gucken, wie stehen die? Wie müssen wir die anordnen? Kommt ja auch noch dazu, ne? Was ist innen, außen, Mitte und so? Und den letzten, ja, den müssen wir halt mal ausprobieren. Wenn wir den jetzt nicht finden. Nee, das hat mich gerade vertan. Erstmal wieder zurück zum Ausgang. Du hast mich gerade vertan. Ich gehe doch durchs Wasser, ich lasse es hier sein mit dem Labyrinth, ich gehe wieder weg. Genau. Na, sag mal, aber ich muss doch irgendwo. Blast. Oh oh. Hab doch auch schon den ersten und letzten Buchstaben vom Zettel. Auch eine gute Idee, Herr Junge. Stimmt. So, dann gehen wir hoch hier. Na, dann gucken wir uns das mal an. Und ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Männer! So, dann schauen wir nochmal. Also, Z, er steht auf dieser komischen ominösen 6. Dann wird die 6 der Anfang sein. Und das letzte ist das M. Weil da steht nämlich keiner drauf. Gehst du damit d'accord mit mir? Ich sage jetzt mal einfach ja. Die Frage ist nur, ist das der Anfang? Also quasi
So. So würde ich sehen, eigentlich. So. Okay, genau. Und jetzt hier. Da war das M. Und jetzt ist halt die Frage, wonach geht das? Warte mal, wir haben noch Symbole um die Symbole rum. Guck dir mal bitte noch mal kurz die Symbole um die anderen Sachen da an, bei den Viechern. Weißt du, weil hier haben wir dieses komische Zeichen, aber der steht auf dem Stern. Verstehst du? Das andere ist so ein Viereck, das ist ein, also hier so ein, ne, Vorfahrtszeichen, sag ich jetzt mal, ein Kreis. Schönes Ding, Benni, du alter Fuchs. Na super, das ist doch das Rätsels Lösung. Und da drinnen haben wir doch auch, genau, also ja, gut, hast du gesehen. Gut. Verstehst, so, was ich okay. meine? Okay, genau, er steht also auf dem Stern und er hat dieses. Ich sag mal Delfinzeichen. Genau, also hier. Genau, da ist Stern, Delfinzeichen. So, der Kreis ist ein Z. Z wie ziemlich zügig. Ja, der Benni ist ein Genie. Ein Genie ist er. So, Dreieck ist die 6. Ja, haben wir. Genau, okay. So, Viereck ist auch nochmal Z. Z. Also Double Z. Easy top. So, und ja, es hat Eurozeichen. Genau, und wir haben nur das letzte halt nicht. Aber das, so. So, was ist das letzte? Was machst du denn jetzt? Achso, nee. Entschuldige bitte. Kannst sagen, das haben wir doch. Das ist ganz oben. Nee, nicht ganz oben haben wir doch. Das wissen wir doch. Es ist ein Dreieck, was da oben angezeigt wird. Aber ein anderes Dreieck. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, auf dem Zettel war noch dieses McDonald's-Zeichen. Ja, aber. Das hier vorne, dieser Zwischlang. Ja, aber ich bin der Meinung, dass das komplett Wurst ist. Was? Meinst du? Ja. Ich glaube ja. Oh no, Alter. Weil, warte mal, das Dreieck, was wir ganz unten haben, wo ist denn das Dreieck, wo der Typ draufsteht? Weil das Dreieck zeigt ja nach unten. Das andere zeigt ja nach oben. Das ganz oben. So, und das zeigt auch nach unten, oder? Weil das Dreieck zeigt zum Beispiel nach oben. Dann müssen wir was andersrum machen. Dann ist hier unten die 6. Und oben ist das Schwungene. Hä? Hast du doch. Hä? Ja. Du hast jetzt genauso eingestellt wie gerade eben. Und oben ist die 6. Stellt erstmal das M wieder ein. Genau umgekehrt. Ja, sorry, Leute, sorry. Ist halt auch schon ein langer Tag bei mir gewesen. So. Aber. Dithorthin. Und wir haben jetzt nur noch eigentlich. Welcher fehlt denn jetzt hier? Eigentlich das erste Dreieck, glaube ich, bin ich der Meinung. Weil ein Dreieck haben wir nicht. Weil das eine zeigt nach unten, das andere zeigt nach oben. Und ich glaube nicht, dass das was mit dem Zettel zu tun hat unten. Ja, aber das würde doch so schön funktionieren. Ja. Das haut doch hier auch nicht hin, was hier gerade eingestellt ist. Ja, ist doch. Ist ein Delfin. Genau, und das ist nicht der Delfin, oder? Nee, das ist das Eurozeichen. Das hast du denn da schon wieder umgestellt? Ich kann nicht mit mir. Das da? Bitte. Meine Fresse, war jetzt aber wieder eine schwere Geburt hier, unser Stargate zu öffnen. Ist ja wirklich ein Stargate. Es ist ein Watergate. Sollte ich vielleicht weggehen? Ich weiß nicht. Warten? Dann rüberschwimmen? Ja, okay. Okay, wo sind wir denn jetzt? Beyond the Sea. Das hört sich an wie ein Wal, der neben uns ist. Lord. Nein, es ist das Seemonster. Release the Kraken. Ach du Scheiße. Ach du Schande, Alter. So, jetzt hier, ich schwimme mal das Haus. Kann ich. Wenn du es könntest, ja. Nee, man kann nämlich nur laufen. Lesen. Ja, das ist jetzt unter Wasser mal einen Zettel lesen. Na, so, der Fluch des Seemonsters. Das henoische Necronomicon. Die Eisenerzbergarbeiter haben es endlich gefunden. Doch nicht alle von ihnen wollten sein Ritual durchführen und das Seemonster Nai beschwören.
ein Bergarbeiter bemerkte, dass das Ritual Gnai-Flut auf diese Welt entfesseln würde. Und so hatte der Bergarbeiter keine andere Wahl, als die anderen mit magischen Eltdown-Scherben zu erstechen. Gnai verfluchte daraufhin den Bergarbeiter, der nun die Mine durchstreift, dazu verdammt, andere daran zu hindern, das Seemonster zu beschwören und die Welt für immer zu überfluten. Alles klar. Nathan, I told you to stay out. God damn it, look, it's dangerous in here. I'll read your story later. Okay? And, please don't tell your mother I'm in here. All right? Okay, now you go. Get back home.